Industriegebiet und einkaufen. Habe ich ganz vergessen, die Kamera anzumachen. Wir suchen gerade einen Übernachtungsplatz. Sind jetzt hier an einem Waldsee. Parallel zum anderen Rheinufer Duisburg. Glaube ich jedenfalls. Also vorhin hat er irgendwas anzeigt. Als nächstes kommt Rheinhausen. Und jetzt sucht Laila gerade, die fährt gerade vor, weil bei mir der Akku langsam schwach wird. Und ich hier eine Lichtung habe, wo ich ein bisschen Sonne kriege, bin ich hier mal schön stehen geblieben, weil hier vorne, ich weiß nicht, ob man sehen kann, nach der Laterne, sozusagen nach dieser Laterne, ist eine Einfahrt, da geht es in so ein Waldstückchen, also so eine Grasfläche zwischen Bäumen rein. Und notfalls nehmen wir das, wenn es da jetzt nicht vorne zum Waldsee reingeht. Weil irgendwie ist das hier zwar auf Google ersichtlich, aber er zeigt keine direkte Einfahrt an. Außer die hier. Und die hier führt zu einem Vereinsheim mit einem geschlossenen, oder mit einem Tor, wo zwar offen ist, aber Tor heißt im Prinzip privat. Auch wenn es nicht zu ist, ist das ein Privatgelände und da fahre ich nicht rein. Vielleicht wird es auch da durchgehen, keine Ahnung, aber ja gut. Der Parkplatz war schon ausgeschildert hier mit nur für SC, glaube ich, was Leute, also für nur für SC-Mitglieder. Das ist die Frage, ich habe gesagt, sie soll ein Stück vorfahren und hupen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das von hier aus höre vor lauter Vögelgezwitscher. Ich fahre jetzt einfach doch mal vor, notfalls wende ich halt wieder und fahre wieder hin. Aber da kommt auch gerade jemand aus dem Wald, geht's da vielleicht auch noch rein? Mal gucken. Ah, jetzt hilft er auch gerade wieder, also das hat wohl was gebracht hier. Ja, aber das ist ein Trampelweg, da kann ich nicht fahren. Ah, jetzt ist der Akku wieder aus. Oh je, das scheint ein ganzes Stück zu sein. Ah, ich fahre einfach mal entgegen. Gemütlich mit pumpenden Motor. Nach 600 Metern weiter auf Düsseldorfer Straße. Ja, also heute war das Wetter bescheiden, gestern war es bescheiden, dann sind wir gestern auch noch bloß blöd gestanden, also der Wagen war so gestanden, das war auch Dummheitsfehler von mir unterm Baum, dass er fast kein Licht morgens abgekriegt hat. Jetzt hoffen wir mal, dass morgen ein bisschen besser wird. Also ich habe echt das Problem mit den Batterien, weil die Batterien sind immer noch bei 58% und der Motor sagt, er hat keinen Saft mehr. Also irgendwie kommt er mit den Bleibatterien nicht klar. Muss man da was einfallen lassen. Ich hoffe mal, dass ich die Videos irgendwann noch hochladen kann, vor mir was eingefallen ist, dass ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben könnt. Und? Gut? Hier kommt da gerade ein Weg hoch. Gut? Ja. Ha? Und dann ist die Frage, inwieweit der See dem Verein gehört. Und wenn wir uns da direkt an der Wiese stellen, da an der Ecke? Aber die Schranke machen wieder zu, gell? Wie? Ja, das ist Vereinsgelände. Betreten des Vereinsgeländes außerhalb der Öffnungszeiten verboten. Du darfst jetzt zwar betreten, aber dann musst du ja wieder raus. Und wo sind die Öffnungszeiten? Die sind 6 bis 22 Uhr. Deshalb, weißt du, wenn wir da natürlich dann, ist auch blöd. Wir stellen uns einfach dann. Und sollen sie was sagen? Die ja, um 6 Uhr machen sie wieder auf. Willst du vor 6 Uhr schon losfahren? Nee, da stellen wir irgendwo auf den Zwischenzug.
Aber kommst du den Weg da runter, weil der ist so unten? Ja, natürlich komme ich den runter. Bist vorsichtig bitte. Ja, ich fahre da vorsichtig runter. Ja. Ist doch ein befestigter Weg. Hallo, also. Schlaglöcher. Ja, ich fahre halt vorsichtig. Fahr drumherum. Fahr vorsichtig drumherum. Also, da wird es noch schlimmere Wege geben, die ich fahren muss. Ja, dann fahren wir wieder weg. Ist doch super der Weg. Ziehen müsste. Wäre natürlich noch besser. Ja, das zu dem Thema ziehen geht. Plus mit Beladung ist es natürlich sehr unangenehm. Und jetzt haben wir auch noch gerade noch Wasser getankt. Also richtig viel. Ach, da ist eine Waldgaststätte. Herzitle. Ja, fragen wir doch mal. Spatzi! Spatz! Da ist doch eine Gaststätte, warum hast du nicht einfach gefragt? Ja, dann frag doch mal. Da hätten wir doch gleich gewusst, ob wir jetzt rein oder nicht rein. Weil wenn ich jetzt wieder raus muss, dann ärgere ich mich. Wenn ich jetzt wieder raus muss, dann ärgere ich mich. Weil es faul war, zu fragen, ganz ehrlich. Ja, ist ja gut, ich frage ja. Ja. Oder soll ich vorlaufen und fragen?
Ja. Ich hab's beim Herlaufen schon gesehen. So, jetzt war ich gerade bei der Gaststätte, hab gefragt. Der konnte jetzt noch nicht bejahen, aber der fragt jetzt jemanden. Ja, schon gesehen. Das ist nämlich unser unser Problem ist, der Akku ist alle. Aha. Und jetzt muss ich gerade mit Fuß ziehen und das ist schwer. Emma, ich habe mein erstes Mal erlebt sowas. Hallo. Warte. Ist der Top, ich will dir sagen. Mein Setup, also vor Respekt von Sie, ist der Top. Wo kommen Sie denn her? Stuttgart, von Mamia. Wow, der ist in der Brille. Wow, top. Wow, bello. Wow. Haben Sie selbst gebastelt, oder? Wow, Berlin. Respekt für Sie, wirklich. Respekt. Das ist der Motor. Ja, also Motor mit Solar, der dreht sich mal durch Strom. Also ich habe hier Batterien. Ja, hab ich das gesehen. Problem ist bloß, dieser Motor ist ausgelegt für Lithium-Batterien. Aha. Und die Bleibatterien bringen ein bisschen weniger Spannung. Und wenn die dann unter 50% gehen, dann reicht es nicht mehr. Ich habe einen verrückten Mann, ist Erik. Der beutet alles, dieser Mann. Ja. Ist der, und ich muss zeigen, Erik. Ich habe einen Mann, noch verrückter wie der. Das ist komplett Plexiglas, ne? Das ist so Stehplatten, wo man normalerweise für Garagendach oder sowas genau. Nimmt. Ja, genau. Das ist der Wurm, ja. Elli, pass für dich, Elli. Ja, klar, ich passe da rein, das ist kein Problem. Ja, klar, ich passe sogar 10-mal rein. Im Gegensatz zu denen. Gut, kein Problem. Guck mal da. Ohne Kaffee, ohne Kaffee. Erik, das ist für dich. Hallo. 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 Alles, was man braucht? Ja.
Ah, das Ding hat einen Elektromotor. Ja, okay. Und dann das Fahrrad nicht? Oder auch? Oh, ehrlich! Ehrlich! Ja. Was? Ja, man kann man mit da wirklich. Also. Also ich wollte gerade sagen, das ist halt gut. Der ist sonst ein bisschen zu schwer, ne? Bloß habe ich das Problem, wir haben Solarbatterien und diese Bleibatterien vertragen sich anscheinend mit dem Motor nicht 100%. Also die bringen wohl nicht genügend Spannung, obwohl es 37 Volt bringt. Mhm. Er zeigt mir an, ich habe jetzt die Batterien auf 50% und er zeigt mir an, die Batterien wären leer. Kein Problem, kannst du mir ein bisschen schrummeln, wenn du es gerne willst. Jetzt zeigt mir an, die Batterien wären leer. Guck mal an mein Fahrrad, genau der Schalter und genau das Display. Also genau das, deswegen, ich habe einen habe ich gesehen. Gleiche Display. Ja, wo soll uns Wäsche aufhängen? Genau ja, Wäsche aufhängen! Keine Ahnung. Das ist das Wichtigste für uns. Ja, aber ich habe auch so einen Nachrüstsatz und der hat mir genau die Sachen aufgehängt. So, so wird gebremst und dann schaltet der Motor aus und hinten gehen die Bremslichter an. Wie wird gebremst? Ja, wenn ach so, ah, so. Durch die, ah, die ah, Bremse verstehe. Gehen hinten die Bremsen an. Ja, okay. Und die Bremslichter hin. Ist das alles so erlaubt oder gibt es Ärger? Nein, das ist erlaubt. Also momentaner Stand ist 1966, 12 Meter lang, 4 Meter hoch, 2,55 Meter breit und 12 Tonnen dürfen Sie ziehen im Fahrrad. Okay. Oh. Und das Fahrrad hätte ich jetzt auch, glaube ich, elektrifiziert, oder? Nö, das ist normal. Ja, ich sehe. Cool. War super, also Respekt, also dieser Film, also ich habe mich wochenlang mit dem Thema Mini-Campingwagen befasst. Ja, genau. Emma Huser. 2000 Euro anbezahlt, also von mir aus als Reservierung. Und dann habe ich erfahren, dass es für mein Beetle keine denn? Anhängerkupplung gibt. Alex. Da habe ich ganz schwer. Das ist ja das normales Handy, ne? Handy. GoPro da dran. Ja, was ist das hier? Das weiß ich auch nicht. Mit der Batterie. Nee, Tall, Tail, Tail, also irgendein, ah, Blinker. Nee. Ich würde sagen, das sind Blinker, ne? So Blinker. Ja, für das Ding, das sind die Blinker dafür. Blinker sind hinten, ja? Blinker sind hinten. Also Blinker. Ja. Ja, das ist super. Das ist per Funk. Also, das ist extra so konzipiert, dass das kein Kabel hat. Das einzige Kabel, was ich gerade dran habe, das ist Laden fürs Handy. Ich habe mir hier extra eine Spätbox. Ja. Befrieden. Ich habe mal gelesen, Caravan ist jetzt in. Befrieden. Ist modern. Ich habe jetzt Zeit, ich habe einen Hund. Ich kann auch 5 Wochen durch Europa gondeln, aber es sollte nicht sein, mein Auto behalte ich und gut ist. Wenn ich Ihnen jetzt sage, was das kosten würde, wenn ich Ihnen den bauen würde, dann fallen Sie vom Stuhl. Ist das teuer? Die Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden, also wenn ich nur 20 Euro berechne. Ich wollte ja keinen bestellen. Es geht um Ihren eigenen Stundensatz. Also, auf jeden Fall, das ist unbezahlbar. Das haben Sie gemacht, ist unbezahlbar. Das für Wäsche, genau, so kann man das auch sagen. Sag mal so, ich vor Sie ja voller Respekt, was haben Sie gebaut, ist unbezahlbar. Super doll, super doll. Geil. Klasse. Also gut, dann park mal dein. Sollen wir heute mal ein bisschen Geld ausgeben? Ja, dann gehen wir nämlich da essen. Kriegt man noch? Ganz schön, ja, das ist kein Problem. Wunderbar. Dann geben wir ein bisschen Geld und gehen wir heute essen. Ich sag das nachher. Klappe nach hinten. Soll ich die Klappe nach hinten machen? Ja, wäre vielleicht gar nicht schlecht, um nichts zu finden. Ja, klar. Wenn du mir hilfst, ja. Muss ich nicht. Ja, okay. Muss ich nicht.
muss ich nicht. Siehst du, dass man